In der St. Bavo-Kathedrale in Gent steht das meistgeklaute Kunstwerk der Welt. Napoleon hat's geklaut, Preußen hat's geklaut, natürlich auch die Nazis im Zweiten Weltkrieg oder auch einfach nur so ein Dude, der ein bisschen Lösegeld haben wollte. Der hat's auch geklaut. Die Bilder gehören alle zusammen. Es ist ein Kunstwerk, welches von Jan und Hubert van Eyck 1432 gemalt wurde. Man kann es sogar auf und zu klappen. Manchmal wurden aber auch nur Teile geklaut. Insgesamt ist das Kunstwerk 7-mal abhanden gekommen. Heute ist es gut geschützt in einem Panzerglaskäfig, der über 30 Millionen Euro gekostet hat.